Wow. Herzschuss, der hau ordentlich drauf. Was haben wir noch, was wir gegen es ausspielen können? Wobei, da muss ihn ja ran. Das hilft immer. Ein Tag im Zoo, yay. Okay, wir müssen dringend rasten. The entity collapses in a pile of wrinkled flesh and gaping maws, expiring with an expulsion of fetid breath from deep within. Essence flows around you, and a voice echoes at the edge of hearing. Die Entität kollabiert in einem Haufen faltigen Fleisches und klaffender Lücken und lässt ein letztes Mal einen stickenden Atem tief aus seinem Inneren. Essenz umgibt dich und eine Stimme halt am Rande des Hörbaren. That's the Titan's key. But that's... It's preposterous. Ernsthaft, das ist der Schlüssel des Titanen? Das ist doch absurd. Within the flow of souls, you find the gem-like sparkle of something precious. Something core to the creature. Or to something consumed by the creature. It slips into you. Im Fluss der Seelen erblickst du das Funkeln von etwas Wertvollem. Etwas, das zum Kern der Kreatur gehört oder das von der Kreatur verschlungen wurde. Es gleitet in dich. With sudden clarity you see a vast orifice blooming open. Blood-slick tendrils unfurling from its depths. Stairs rise from within Wael's titanic body. Called by a specific memory pulsing within. Sacrifice to. A machine set among shelves of innumerable books. Mit plötzlicher Klarheit siehst du, wie eine Öffnung aufgeht und blutverschmierte Ranken aus ihrer Tiefe kommen. Stufen erheben sich aus Wales gigantischem Körper, hervorgerufen von einer bestimmten Erinnerung, die im Inneren einer Maschine zwischen Regalen und unzähligen Büchern pulsiert, ihr geopfert wurde. The vision fades, leaving you shaken. It was a key, you think. That now resides within your psyche. If you found this device, this Trephine, you believe you could activate it. But you know not what memory will open the way into the depths. That was claimed by Fionnlege. Die Vision verblasst und lässt dich erschüttert zurück. Es war ein Schlüssel, glaubst du, der jetzt in deiner Psyche steckt. Wenn du dieses Gerät, diese Trephine finden würdest, könntest du es auch reaktivieren, denkst du. Aber du weißt nicht, welche Erinnerung den Weg in die Tiefen freimachen wird. Das wurde vom Fionnlege genommen. Ja, ist sonst noch jemand bereit, diese stinkende Grube hinter sich zu lassen? Deine Stimme hat durch die Dunkelheit. Die Schreie haben aufgehört, hallen aber noch immer in meinen Ohren nach. Erinnert mich an eine Hochzeit, auf der ich mal war. Welcher üble Zauber erschafft so eine Kreatur? Another abominable tool of the gods destroyed. This was well done, Watcher. Ein weiteres abscheuliches Werkzeug der Götter vernichtet. Gut gemacht, Wächter. Sie wischt sich das Blut von ihrer Klinge. So, ich könnte jetzt erstmal den plündern. Was hast du ausgerüstet? Plus 1 Macht, das klingt besser. Und du? Ah, plus 2 Disziplin, das ist auch immer noch besser. Ruhm der okkulten Hand und anderes Gedöns. Yeah, right away. What do you need? Ja, Palegina ist kurz davor zu sterben. Und wenn ich jetzt richtig sehe, kann ich hier... Du stehst an einem Exus, dem Ursprung der vielen sprechenden Röhren, die sich ihren Weg durch die Sammlung bahnen. Seine Form erinnert an ein Musikinstrument. Ein überriechender Wind weht von Zeit zu Zeit durch die vielen Öffnungen des Instruments. Als du dich näherst, bahnt sich ein klapperndes Geräusch seinen Weg entlang der Röhrenstängel, wie das Räuspern einer alten, rostigen Kehle.
Das Instrument näher untersuchen. Etwas in dem Körper dieses Nexus verstärkt die Stimme des Sprechers und trägt sie in jede Ecke der Sammlung. Der Hauptzweck des Instruments scheint der zu sein, andere zu manipulieren und zu kontrollieren. In den Mund des Instruments hineingreifen. Die Lippe ist mit jahrelanger Spucke und einem ständigen, schreienden, schmutzigen Mund verklebt. Du reißt heiter hinein, bis du bis zum Ellbogen darin steckst. Hey, so why do I try so hard at keeping you alive, if you're just going to go sticking your arm down, whatever that is? Hey, warum zum Teufel bemühe ich mich so verzweifelt darum, dich am Leben zu erhalten, wenn du jetzt einfach deinen Arm in was auch immer das ist? Better you than me. Lieber du als ich. Fasina lehnt sich herüber und beobachtet deinen Fortschritt. Deine Finger berühren die Oberfläche einer warmen Pfütze. Zurückziehen erstmal und weggehen und Quicksave machen. Indeed. In den Mund greifen. This isn't a test you need pass, Watcher. No one holds a needle to your throat. Das ist keine Prüfung, die du bestehen musst, Wächter. Niemand hält dir eine Nadel an die Kehle. Hineingreifen. Du tauchst deine Hand in die Pfütze. Als du den dicken Schleim, als du in der dicken Schleimansammlung herumsuchst, sammelt sich die Flüssigkeit rings um deine Hand mit einem sanften, aber beharrlichen Zug. Die Flüssigkeit nimmt dich am Handgelenk und drückt dir ein Objekt in die Handfläche. Etwas in der Eifrigkeit dieser Geste lässt auf deiner Haut eine Gänsehaut entstehen, ein Ei. Es ist einfach nur ein Ei. Du ziehst deine Hand zurück und schüttelst eine lange, dickflüssige Strähne etwas ab. Okay. Was ist in dem Raum hier? Skriptorium. Ha. Gucken wir doch mal kurz darüber. Arkemir's library is a footnote to the glory of this collection. Is it just me or are those eyes following us? Sieh dir das an. Arkemir's Bibliothek ist eine bloße Fußnote im Vergleich zum Ruhm dieser Sammlung. Kommt mir das nur so vor oder verfolgen uns diese Augen, fragt Idea. Zum Tempel der Offenbarung, zur Versammlung der Echos. Katheter der Trübung, Verbrennungsofen, die Treffine, Eldias Hinterlassenschaft. Okay. Die kritzelte Notiz als redigiert markiert. Wurde die Hand an diesem Ort geboren? Ist dies ihre wahrste Form oder hat sich ein Krebs im Schoß ausgebreitet? Ah, interessant. Lassen wir einfach mal das so rein. Wenn es nur Schriftrollen sind, dann lassen wir sie in Ruhe. Bibliotheksleiter ist okay. Auf der Plakette dieses Schaukastens steht Heldias Hinterlassenschaft. Mhm. Erinnerung einer Hebamme, das ist, glaube ich, irgendein Buch gewesen. Was ist das? Notiz zu einer bedauerlichen Sabotage. Auf deine Bitte hin habe ich unserem Freund S. einen Besuch abgestattet und seine Karten angepasst. Deine Vermutungen waren korrekt. Er stand kurz vor einem Durchbruch. Ich ruinierte die Karriere eines Mannes nur ungern, aber das Gemeinwohl verlangt, dass bestimmte Inseln unentdeckt bleiben. Kluger Bursche, wenn wir wollten, könnten wir ihn auf unsere Seite holen. Obwohl er sich das vielleicht zweimal überlegen würde, wenn er wüsste, wer hinter diesem kleinen Rückschlag steckt. Sein Hund ist freundlich wie immer. Wer ist S? Ja, neue Geschichte vom Valianischen Ankerplatz. Irgendein langes
Ein langer Auszug aus dem Tagebuch eines Piraten. Den brauchen wir auch nicht unbedingt. Greetings, Visitor. This is the Scriptorium. Sei gegrüßt, Besucher. Dies ist das Skriptorium. Eine Frau, ihr Oberkörper ist noch Haut und Knochen, neigt sich mit dem Kopf zu dir. Ihre eckige Kieferpartie und die spitzen Ohren lassen vermuten, dass sie eine Elfin ist. If you seek the Temple of Revelation, you will find it to the north. Wenn du den Tempel der Offenbarung suchst, den findest du im Norden. Mit einer Schreibfeder in der Hand macht die Skelfork eine Waldelfe, wenn sie denn eine ist, eine kleine Notiz in einer in einem ledergebundenen Foliant. We came for answers, not directions. Are you the abomination in charge here? Wir kamen, um Antworten zu kriegen. Keine Anweisung. Bist du hier die verantwortliche Abscheulichkeit? Die BLK macht nichts weiter, als schnell etwas in ihrer Liste einzutragen. Danke. Fürs Erste. So, was haben wir da? Kürzlich geschriebene Notiz. Alles erbebte. Wie lange bin ich jetzt schon hier unten? So lange und auf jeden Fall lange genug. Aber so etwas ist vorher noch nie passiert. Jetzt bewegt sich etwas hinter Dunkelheit. Da sind Dinge, die beobachten. Irgendetwas hat sich verändert. Lafontanische Bräuche. Nur Palmlatten. Noch mehr Palmlatten. Ja, Tempel der Offenbarung. Ist das nicht der Ort eigentlich, aus dem ich komme? Das kann aber, glaube ich, nicht sein. Werden wir aber gleich herausfinden. Ja, du überkommst... Dich überkommt ein ungutes Gefühl. Du bemerkst, dass deine Besitztümer zittern. Sanft, aber kontinuierlich. Oh, ihr Götter, es ist das Ei. Was immer darin ist, ist besser nicht das Kapitänsbankett auf. Ich hatte es gespart. Konzelhaut, bist du darin? Vorgeben, dass du es nicht bemerkt hast. Konzelhaut. Du öffnest dein Paket. Der anzüglich grinsende Schädel öffnet seine Augen und schüttelt mit dem Kopf. Irgendwie und blickt nervös auf die unsichtbaren Tiefen deiner Sachen. For once it appears I am not the sole horror of your belongings. Ausnahmsweise mal bin ich wohl nicht der einzige Horror deiner Sachen. Als du dich durch deine Besitztümer wühlst, streifen deine Hände etwas, das sich wie feuchte Augenhöhlen anfühlt, die immer noch feucht sind von der Anwesenheit ihrer ehemaligen Bewohner. Ei verloren. Inmitten deiner Besitztümer öffnet sich langsam ein Augapfel, ein weiteres Poltern, ein weiteres Poltern, ein weiteres Poltern. Etwas schiebt seinen Kopf heraus und öffnet seine kleinen Kiefer, wodurch eine Reihe spitzer Zähne sichtbar wird. Es lässt ein triumphierendes Zwitschern hören. Retina. Was soll das? Feinde werden zum plus eins Feinde werden zum Flankieren gebraucht. Genauigkeit den Gegner in der Distanz. Diese feuchte Missgeburt betrachtet dich mit großen Augen voller Bewunderung. Das kleine Retina scheint sich überhaupt nicht bewusst zu sein, dass es eine groteske Parodie der Evolution ist. Ein Perpetuum mobile der Albträume. Im Augenblick wird es einfach nur dein Freund sein. Retina kann einen guten Blick auf seine Umgebung erhaschen, wenn immer es seine Glieder für eine kleine Umarmung öffnet. Und das ist sehr oft. Dann komm schon, du bist wirklich eine liebreizende kleine Monstrosität. Wenn du Ratten jagst, bist du willkommen auf der Defiant 4. Nehmen wir mal die 2. Die Kreatur fährt sich mit seiner Zunge über seine Zähne. Sie zitschert erneut, bevor es sich wieder in die Wärme und Sicherheit inmitten deiner Besitztümer zurückzieht. Er der zwinkert, Güte gegenüber Tieren. Hey, es sieht mich an und dich auch. Okay, wo sind wir? Wir sind tatsächlich... Ah, wir haben hier was freigeschalten, was nicht offen war. Der Tisch ist übersät von Notizen und Zeichnungen von Maurers Handschrift. Sir,
Something knows we're here. I don't like it, Casita. Was weiß, dass wir hier sind und ich... Das mag uns nicht, Casita.